Willkommen, der letzte aus der Familie Charbet. Das ist ein Artikel zu französischen Panzerentwicklung. Das ist wieder von Juri Paschodok, russischer Militärhistoriker. Es existiert ein weit verbreiteter Irrtum, dass die Franzosen während der Okkupation 1940 bis 1944 einfach nur rumgesessen sind und nur für ihre neuen Herren gearbeitet haben. In der Wirklichkeit, nach der raschen Einnahme von Frankreich, Mai bis Juni 1940, war die erdrückende Mehrheit der Industrie, die mit Entwicklung und Erschaffung von Panzertechnik beschäftigt waren, sind also in die deutsche Besatzungszone geraten. Manche Fabriken haben also Panzertechnik für die neuen Herren produziert. Sogar auf den besetzten Territorien liefen Projektarbeiten. Und ausgerechnet diese Arbeiten wurden zur Basis für die Wiedergeburt der französischen Panzerbaus, das direkt nach der Befreiung begann. Es kam so, dass die hauptsächlichen Schattenzentren der Entwicklung von französischen Panzer waren die Unternehmen, die in der Herstellung des besten französischen Panzers der Kriegsperiode, Charbet, waren. Außerhalb der deutschen Besatzungszone waren die Unternehmen Forges et Chantiers de la Méditerranée, also FCM, das in der Vorstadt von Toulon war. Unmittelbar in der Besatzungszone befand sich Atelier de Construction de Rueil, also ARL, aus der Stadt Rueil-Malmaison, das westlich von Paris liegt. Bis 1936 war diese Fabrik eine Abteilung der französischen Militärkonzerns APX. Außer des Programms Charbet waren beide Unternehmen ab 1937 mit der Modernisierung des französischen Durchbruchspanzers beschäftigt. Hier wurden entwickelt und produziert die B1 Terre-Panzer und es begannen die Arbeiten an einem moderneren Panzer B40. Außerdem beide Firmen konkurrierten beim Programm der Entwicklung des überschweren Panzers, der zur Verstärkung der Maginot-Linie dienen sollte. Es kam fast zur Bestellung von Prototypen und Anfertigung von Modellen in voller Lebensgröße. In den Jahren der Okkupation war die Aktivität von FCM und ARL etwas ruhiger, aber hörte nicht komplett auf. Außerhalb der Besatzungszone liefen die Arbeiten an der Modernisierung des Kavalleriepanzers Somoa S-35. Durch die Ingenieure FCM wurden Projekte für 2- und 3-sitzige Türme entwickelt, die mit einer stärkeren 47mm Kanone bewaffnet waren. Was ARL betrifft, dort ging man noch weiter. 1942 war das Konstruktionsbüro damit beschäftigt, ein Projekt der tiefen Modernisierung von Somoa S-35 zu entwickeln. Diese bekam die Bezeichnung SARL-42, Somoa ARL-42. Die Konstruktion der Wanne für die neue Maschine wurde verändert. Der Bugteil bekam bessere Winkel für die Anordnung der Panzerung. Der Platz des Funkers wurde abgeschafft. Die Wanne an sich wurde größer, wurde einfacher in den Formen. Noch eine bedeutende Veränderung war komplett neuer Turmkranz. Der Durchmesser betrug etwas mehr als 1500 mm lichte Durchmesser und der Aufsitzdurchmesser 1580 mm. Komplett neu wurde ein dreisitziger Turm projektiert, der eine 75mm Kanone bekommen sollte, mit einer Kaliberlänge von 53,3 Kalibern. Die Entwicklung wurde aufgeteilt. Unmittelbar in Rueil-Malmaison wurde die Wanne SARL-42 entwickelt. Die Arbeiten wurden durch den Oberkonstrukteur ARL Maurice Lavirot geleitet. Der Turm wurde projektiert von einer Gruppe der Ingenieure von Deven, die in Croissat arbeitete, der außerhalb der deutschen Besatzungszone war. Also dort auch in Croissat arbeitete auch eine Projektgruppe unter der Leitung von Lafarge. Und sie haben eine Kanone entwickelt. Als Basis für diese Kanone diente eine Flak-Kanone 75mm Kaliber. Im Bild haben wir die Zeichnung für die Wanne von ARL 44. Diese ist datiert mit Februar 1945. Zu diesem Moment sollte die Dicke der Panzerplatte von 60 auf 120 mm vergrößert werden. Nachdem die Deutschen im Herbst 1942 das restliche Territorium von Frankreich besetzt haben, wurden die Arbeiten an SARL 42 eingestellt. Die Gruppe der Ingenieure ARL
arbeitete an einem 30-Tonnen-Panzer, der eine Weiterentwicklung von Char B darstellte. Doch auch diese Arbeiten mussten im November 1942 eingestellt werden. Doch sie waren nicht umsonst. Die Ingenieure bekamen wertvolle Erfahrung, die sie dann 2 Jahre später brauchten. Im August 1944 wurde Paris befreit und bereits zum Herbst war Frankreich komplett von der Besatzung befreit. Praktisch sofort, also haben die befreiten Unternehmen wieder mit der Entwicklung weitergemacht. Neue Panzertechnik wurde entwickelt. Zu ihrer eigenen Erfahrung kamen noch reichhaltige Trophäen dazu, Beutepanzer, die auf dem ganzen Landesterritorium verteilt waren. Obwohl ein bedeutender Teil der deutschen Technik, der sich in Frankreich befand, veraltet war, mussten die Alliierten auch ein paar hundert Panther begegnen. Ebenfalls hier widerstanden ihnen mehrere Panzerbataillons, die mit Panzerkampfwagen Tiger aus Führung E, also Tiger 1, bewaffnet waren. Außerdem, auch in Frankreich, war das Debüt der schweren Panzerkampfwagen Tiger aus Führung B, sprich Tiger 2. Außerdem gab es einen großen materiellen Anteil durch die 503. schwere Panzerabteilung auf den Feldern von Normandie. Also die aufgeführten Beutepanzer, besonders Tiger aus Führung B, also Tiger 2, spielten dann eine wichtige Rolle in der weiteren französischen Panzerentwicklung. Am 9. Oktober 1944 hatte Generalleutnant Leyer, der Oberbefehlshabende des Stabes der französischen Armee, hat den Befehl unterschrieben zu Beginn der Arbeiten und Anfertigung neuer Exemplare von Panzertechnik. Der erste Punkt war eine Bestellung von 150 gepanzerter Automobile Panhard 178, die mit 47 mm Kanonen bewaffnet waren. Später ging diese Bestellung in die Entwicklung von Panzermobilen Panhard 178B. Noch interessanter war der zweite Punkt des Befehls. Dort war die Rede über einen Panzer der Kampfmasse von 35 Tonnen, bewaffnet mit einer 75 mm Kanone und bestückt mit einem 500 PS Motor der Herstellung der Firma Talbot, der eine Panzerung auf dem Niveau des amerikanischen Panzers M4 besitzt, also Sherman. 29. November kam noch ein Dokument raus. Dort hatte der Oberbefehlshaber die technischen Daten des neuen Panzers bestätigt. Doch weiter wird es noch interessanter. Der neue Panzer sollte sehr dringend erschaffen werden. Und direkt vom Zeichenbrett sollte der in Serie laufen. Also sollte man gar keine Prototypen bauen. Die Bestellvolumen der geplanten produzierten Menge sahen sehr mutig aus für ein Land, das gerade erst von einer Besatzung befreit wurde. Insgesamt hatte Generalleutnant Leyer 500 Panzer bestellt. Die ersten Serienmodelle wurden bereits im Mai 1945 erwartet und monatliche Produktionsvolumen sollte 50 bis 70 Maschinen betragen. Das ist ein Längsschnitt des Schneiderturmes, bewaffnet mit einer 90 mm Kanone SA-45. So, solche schnellen Produktionsdaten gingen nicht umsonst raus. Die Sache ist die, dass die neue Maschine eigentlich nichts anderes darstellte als eine weitere Entwicklung der Konzeption Char B. Die Anzahl der Kanonen im Panzer wurde auf 1 verkürzt und die Frontplatte der Wanne bekam einen großen Neigungswinkel. Das Fahrwerk sah im Großen und Ganzen wie das Fahrwerk von Char B aus. Und als Bewaffnung sollte die Kanone dienen, die ein Index 75 mm SA Mle 1944 bekam. Faktisch war das diese gleiche Kanone, die 1942 projektiert wurde in Cossat durch die Gruppe der Ingenieure unter der Leitung von Lafarge. Diese Flugabwehrkanone, die Ballistik, wurde eben von der FLAG geerbt, von der 75 mm SA-44, und auf einer Distanz von 1 Kilometer wurde eine Panzerung von 80 mm durchschlagen. Das war zwar genug, um die deutschen mittleren Panzer zu bekämpfen. Also hier ist gemeint mittlere Panzer, Panzerkampfwagen 4. Jedoch gegen Panther und Tiger war das eindeutig zu wenig und das verstand man bei ARL. Im Dezember 1944 kam der Vorschlag raus, als eine alternative 90 mm Kanone zu benutzen, die auf der Basis der Flugabwehrkanone CA Mle 1939S entwickelt wurde. Ausgerechnet diese Kanone, die auf einer Distanz von 1 Kilometer 90 mm Panzer durchschlug. Ausgerechnet diese Kanone zählte zu den am meisten passenden
für überschwere Panzer. Also 90 mm auf 1 Kilometer Distanz ist nicht sehr viel, war wohl die beste Alternative damals. Die Entwicklung der neuen Kanone hat die Firma Schneider übernommen. Bereits 28. Dezember 1944 von 300 aus 500 bestellten Panzern sollten mit der 90 mm Kanone bewaffnet werden. Gleichzeitig hat man die Serienstartdaten nach hinten verschoben. Die ersten 50 Panzer wurden jetzt am 23. Juni 1945 erwartet. So, hier im Bild haben wir ein Holzmodell in voller Lebensgröße von Airel 44, der im Sommer 1945 auf dem Renault-Werk gebaut wurde. Zuallererst wurde der Name des Panzers in einem Brief erwähnt, das von 28. Januar 1945 datiert ist. Dort wurden die Rollen der Fabriken in der Herstellung des neuen Panzers diskutiert, das die Bezeichnung Airel 44 bekam. Die Herstellung der 35-Tonnen-Maschine mit der maximalen Panzerungsdicke von 60 mm wurde also aufgeteilt zwischen zwei Fabriken, Renault und FAMH, also Forger et Acier de la Marine et de Romecourt. Entschuldigt mein Französisch. Ist besser bekannt als Saint-Chamond. Zu diesem Moment hatte man außer den Motoren von Talbot einen alternativen Motor von Panhard bekommen, von denen man 150 Stück anfertigen wollte. Die Produktion der Teile für die Airel 44 plante man zu beginnen ab Februar 1945. Was den Zusammenbau dieser Panzer betraf, dieser sollte September beginnen. 200 Panzer sollte Renault bauen, 300 Panzer FAMH. Diesmal sahen die Herstellgeschwindigkeiten etwas vernünftiger aus. Im ersten Monat, entsprechender Plan, sollte Renault 5 Maschinen bauen. Im Oktober 10, im November 15, Dezember 20. Und bis März 1946 sollte man also 25 Panzer im Monat bauen. FAMH im September sollte 7 Airel 44 bauen, im Oktober 15, November 25 und ab Dezember je 30 Panzer pro Monat. Die letzten 8 Panzer von diesem Typ sollten im August 1946 gebaut werden. Draufsicht auf den Airel 44, Zeichnung datiert mit 6. Juli 1945. Zu diesem Moment hatten die Ingenieure von Schneider, auf die die Entwicklung und Anfertigung der Kanonen für den neuen Panzer übertragen wurde, haben eine Entwicklung einer stärkeren Bewaffnung begonnen, stärker als diese 90 mm Flakkanone. Die Kanone bekam einen Index 90 mm SA MLE 1945S oder 90 mm SA 45. Und diese Kanone wurde entwickelt mit einer offensichtlichen Rücksichtnahme auf die deutsche 88 mm Kanone KWK 43 L71, also diese lange Kanone, die der Tiger II bekam. Die Kanonenlänge wurde auf 65 Kaliberlängen vergrößert. 65, also ist immer noch kürzer als die deutsche L71. Also dank dieser Länge war die anfängliche Mündungsgeschwindigkeit der Granate von SA 45 auf 1000 Meter pro Sekunde gestiegen. Und dadurch stieg auch die Durchschlagsfähigkeit rasch an. Mit der neuen Kanone Airel 44 wurde zu einem richtig gefährlichen Gegner für deutsche Panzer. Und ausgerechnet diese sollte auf den neuen Panzer anstatt der Panzerversion der Flakkanone CA MLE 39S verbaut werden. Zur gleichen Zeit war die Version 75 mm SA 44 nicht gestrichen worden. Diese Kanone, die in dem Turm ACL1 verbaut wurde, der Entwicklung von Atelier de Chantelier de la Loire, sollte also auf die allerersten Panzer verbaut werden. So, hier haben wir noch ein Bild vom Prototyp Airel 44 mit dem Turm ACL1. In diesem ist die Kanone 75 mm SA 44 verbaut worden. Während der ständig ändernden Forderungen und einer Reihe von anderen Gründen hatte die Entwicklung Airel 44 sich etwas verzögert. Dazwischen, in der Nacht von 8. auf 9. Mai 1945, hatte der deutsche Marschall Keitel den Kapitulationsakt von Deutschland unterschrieben und der Krieg in Europa beendete. Jetzt hatte die französische Armee keine dringende Notwendigkeit von neuen Panzern. Gleichzeitig waren die Appetite von französischen Militärs etwas gewachsen. Natürlich
Hatten Sie recht, dass die Panzerung der Frontplatte mit 60 mm für einen modernen Panzer recht wenig waren. Bereits im Februar 1945 haben sie gefordert, diese Dicke zu verdoppeln. So wuchs also die Masse der 35-Tonnen-Maschine auf 40 Tonnen an. Außerdem war der Verbau der 90 mm Kanone SA-45 nicht mehr im alten Turm möglich. Man forderte also einen neuen Turm und diesen Turm sollte die Firma Schneider entwickeln. In dieser Sache hatte man also die gesammelte Erfahrung der Erschaffung von überschweren Panzern anwenden können. Der Panzer sollte wieder neu projektiert werden, da die bisher vorgeschlagenen Motoren nicht mehr die notwendigen dynamischen Daten boten. Die Enttäuschung mit der Verzögerung von der Herstellung des neuen Panzers bei den französischen Militärs hatte die Bestellmasse am 23. Mai 1945 bis auf 150 Panzer reduziert. So, hier haben wir ein Bild, Serienfertigung IRL 44 im Werk Renault 1947 bis 48. Ich glaube, der Mann im Bild, der betankt gerade die Wanne, da ist noch kein Turm, aber die müssen dann von alleine in der Fabrik weiterfahren. Wahrscheinlich, und wurden sie dann also bewegt, dafür mussten sie betankt werden. So, am 20. Juni 1945 hatte Renault endlich ein Modell in voller Lebensgröße vorgestellt, IRL 44. Es wurde angegeben, dass die Dicke der Panzerung in dieser Variante immer noch 60 mm beträgt, wobei offensichtlich war, dass in Serie die Maschine mit einer Frontpanzerung von 120 mm gehen wird. Als Turm wurde das Modell von der Schneiderkonstruktion angebracht, das mit einer 90 mm Kanone SA-45, also mit der neuen langen Kanone, bestückt war. Da die Gefechtsmasse bis auf 48 Tonnen angewachsen ist, sollte statt des französischen Motors ein deutscher Motor Maybach 230 TRM verbaut werden. Nach der Kapitulation Deutschlands haben die Franzosen diese Motoren mit einer Leistung von 600 PS erhalten, in einer sehr großen Menge. Es begann also eine sehr gute Zusammenarbeit unmittelbar mit Maybach. Zusätzlich hatte man auf den Panzer einen Automobilmotor von Simca verbaut, der den Turmdrehmechanismus antreiben sollte. Im Bild sehen wir, wie der IRL 44 mit dem eingezogenen Rohr aussah. Man konnte also das Rohr für die Bewegung praktisch in den Turm hineinziehen, teilweise nicht komplett, das hat so noch ein bisschen rausgeguckt, aber die Kanone war sehr, sehr lang und zum Transport hatte man die in den Turm reingeschoben, ging das Rohr in den Turm hinein in den Heckteil. Zu dem Moment, als man die finale Variante von IRL 44 festlegt, französische Militärfirmen in ein Konsortium vereint. DEFA, Direction d'Etude et Fabrication d'Armement. Und später hat man es umgenannt in GIAD oder GIAD. Ab 1989 NEXTER. Eine solche Vereinigung erlaubte es, die Entwicklung der Maschine zu zentralisieren. Jedoch bereits im August 1945 wurde bereits eine Ausschreibung für einen neuen Panzer ausgesprochen. Dieser sollte dann IRL 44 ersetzen. Die französischen Militärs hatten keine besonderen Illusionen bezüglich dieser Maschine. Und im Endeffekt liefen also parallel neben der Entwicklung von IRL 44 auch schon die Arbeiten zum AMX 45 an, die dann schnell in AMX M4 übergegangen sind. Die erste Variante von IRL 44 war fertig am 1. März 1946. Wie man angenommen hatte, bekam die Maschine den Turm ACL-1, in den man die 75 mm Kanone SA-44 verbaute. Die Idee, eine Serie der Panzer mit solchen Kanonen und Türmen zu bauen überhaupt, zum Frühjahr 1946, verflüchtigte sich. Erstens begannen die Arbeiten an einer 75 mm Kanone, für die als Basis die deutsche 7,5 cm KWK 42L70 diente. Diese Kanone war bedeutend mächtiger als die französische Entwicklung. Und zweitens, es war offensichtlich, dass die Kaliber der Kanone 75 mm auf einem Panzer solcher Ausmaße nicht ernsthaft aussahen. Der Schwerpunkt verschob sich in Richtung 90 mm Kanone und des Schneiderturmes. Im Bild sehen wir den IRL 44 bei den Erprobungen. Die Vorbereitung zur Serienfertigung von IRL 44 begann im April 1946. Wie man angenommen hatte, war die Produktion des neuen Panzers zwischen Renault und FAMH aufgeteilt worden. Der erste Serien-IRL 44 wurde angefertigt im Juni 1947, 2 Jahre später, als man zuallererst forderte. Zu diesem Moment waren die Herstellvolumen noch weiter reduziert worden. Anstatt 150
bestellten Maschinen bestellte man 60. Davon hatte 20 Renault produziert und 40 FAMH. Jedoch, wie aus den Unterlagen folgt, hatte man ein bisschen anderes Verhältnis produziert. Renault hatte 24 Maschinen produziert und FAMH 36 statt 40. So, im Bild haben wir eine Serienmaschine mit kompletter Ausstattung, darunter auch ein Flugabwehr-MG, das auf einem Kommandantenkuppel verbaut wurde. Die neue Maschine kam der französischen Industrie sehr teuer. Die Panzer Ariel 44 kamen in die Streitkräfte erst mehrere Jahre später, nach der Herstellung der ersten Serienmaschine. Die erste Abteilung, wo sie in Dienst gestellt wurden, war das 303. Panzerregiment, das dann mit den neuen Maschinen am 14. Juli 1951 eine Parade abgehalten hatte in Paris. Zu diesem Moment waren die Maschinen umqualifiziert worden aus Panzern in Jagdpanzer. Der Betrieb der RL 44 wurde ständig von zahlreichen Defekten begleitet. Letztendlich, ein Jahr später, entschied man, die Maschinen außer Dienst zu stellen. Doch im Frühjahr 1952 kam es zu einer versuchsweise Indienststellung von IMX-50, eine Weiterentwicklung von IMX-M4. Und es schien, dass die neue Maschine den Erstling ersetzen kann. Außerdem, bereits ab 1952 kamen in die französische Armee amerikanische Panzer M26 Pershing. Vielleicht waren sie nicht so stark bewaffnet, aber sie waren um einiges zuverlässiger. Kurz gesagt, RL 44 blieb also ohne Arbeit, ohne überhaupt gescheit in der Armee gedient zu haben. Im Bild haben wir den Erstauftritt der RL 44 auf der Parade zum Jahrestag der Einnahme von Bastille, 14. Juli 1951. Zum heutigen Moment existieren fünf Panzer von diesem Typ auf verschiedenen Erhaltungsstadien, verschiedenen Erhaltungsstufen. Der erste befindet sich im Panzermuseum in der Stadt Saumur. Noch ein Panzer steht in der Mourmelon-le-Grand Garnison. Eine Maschine ohne Kanonen befindet sich auf dem Territorium von Garnison Fontevraud. Letztendlich zwei RL 44, die lange Zeit auf dem Schießstand standen, wurden gekauft durch den französischen Sammler Erik Kaufmann. So, die Assoziation ASPHM, die er anführt, plant, diese beiden Panzer zu restaurieren. Diese Aufgabe wird eindeutig nicht einfach sein, weil eben ein Panzer sehr lange beschossen wird, kann er nicht gut erhalten sein. So, Quellen: Centre des Archives l'Armement des Personnels Civils, also französisches Zivilarchiv, und DuB40 à la RL Stéphane Ferrat. Also ist ein französisches Buch, GBM Nummer 111 2015. Das war's, also vielen Dank für die Aufmerksamkeit.